Ihr seid unterwegs und möchtet den überschüssigen Strom eures Balkonkraftwerks nicht verschenken? Dann ist eine Powerstation wie die River 2 Pro von Ecoflow vielleicht was für euch. Sie ist ein Batteriespeicher für euer Balkonkraftwerk, den ihr bei Bedarf einfach mitnehmen könnt. So könnt ihr euren Solarstrom auch unterwegs nutzen, zum Beispiel wenn ihr campen geht. Und die Powerstation schützt zumindest teilweise vor Stromausfall. Oh, Mist. Das war ja klar. Sobald ich von Stromausfall rede, fällt tatsächlich der Strom aus. Die Powerstation kann bei so einem Stromausfall wenigstens ein paar eurer Geräte noch mit Strom versorgen. Richtigen Notstrom bekommt ihr nur mit einer großen Photovoltaikanlage und einem größeren Stromspeicher. Die Powerstation hat eine Kapazität von 768 Wattstunden. Damit könnt ihr den Eigenverbrauch eures Balkonkraftwerks erhöhen und gleichzeitig Laptop, Kühlbox und Co. unterwegs nutzen. Wir haben den Stromspeicher für das Balkonkraftwerk für euch getestet. Kilo bringt die Powerstation auf die Waage und mit einer Seitenlänge von ca. 20 cm passt sie problemlos in jeden Kofferraum. Mit der Powerstation könnt ihr beim Campen die richtige Stimmung erzeugen, im Grünen arbeiten und den Strom für die Kühlbox bereitstellen. Jetzt kommt die große Frage: Wie kommt der Strom in die Powerstation? Der einfachste Weg, klassisch mit der Steckdose. Sparen könnt ihr, wenn ihr die Powerstation über ein Balkonkraftwerk ladet. Dafür braucht ihr dieses Kabel hier. Damit könnt ihr die River 2 Pro mit einem Wechselrichter von Ecoflow oder einem anderen kompatiblen Wechselrichter verbinden. Dann lädt sie über die Solaranlage. Das Kabel und den Wechselrichter müsst ihr separat dazu kaufen. Wenn die Powerstation die vollen 940 Watt Ladeleistung aus dem Netz ziehen kann, ist sie in unter einer Stunde vollgeladen. Euer Balkonkraftwerk hat normalerweise nicht so viel Power. Deshalb dauert das Laden mit Solar deutlich länger, ist aber günstiger und klimaneutral. Praktisch für unterwegs. Ihr könnt die Powerstation über den Zigarettenanzünder in eurem Auto laden. Sogar das Laden über USB-C ist möglich, aber das dauert ewig. Wir haben hier drei Schuko-Steckdosen, drei USB-Anschlüsse und einen USB-C-Anschluss. Probieren wir es mal aus. Die Steckdosenleiste schalten wir mit diesem Knopf hier extra ein. Solange die Geräte zusammen nicht mehr als 800 Watt beziehen, wird alles versorgt. Das Tablet, die Powerbank und das Handy, die gerade angeschlossen sind, verbrauchen gerade mal 50 Watt. Wenn die Geräte zu viel Strom ziehen, schaltet die Powerstation ab und es erscheint eine Warnmeldung auf dem Display. Damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie viel Kapazität die Powerstation hat, hier ein paar Beispiele. Mit der vollgeladenen River 2 Pro könnt ihr 70 Mal euer Handy laden, einen 8 Stunden Arbeitstag am Laptop verbringen, 10 Stunden Fernsehen oder euch 30 Minuten die Haare föhnen. Wenn ihr Geräte mit einem hohen Stromverbrauch anschließt, wie zum Beispiel den Föhn oder einen Wasserkocher, dann braucht ihr die Boost-Funktion. Diese verdoppelt den Ausgabestrom. Wichtig, die Boost-Funktion hat ein Limit von 1600 Watt. Wenn eure Geräte dieses Limit überschreiten, könnt ihr diese nicht mehr an die River 2 Pro anschließen. Die Powerstation hat eine Zyklenzahl von 3000, kann also 3000 mal B und wieder entladen werden. Die meisten Nutzer be- und entladen ihre Powerstation ca. 300 Mal im Jahr. Rein rechnerisch kommt man dann auf eine Lebensdauer von ca. 10 Jahren. Zu den Gadgets von Ecoflow gibt es eine App. Mit der App kann ich ganz einfach die Powerstation fernsteuern. Mit einem Klick aktiviere ich die Powerstation und sie lädt mein Tablet. Lohnt sich der Stromspeicher für euch? Wenn ihr häufig campen geht oder mit elektrischen Geräten wie der Stichsäge im Garten ohne Stromanschluss arbeitet, lohnt sich der Speicher. Dann habt ihr sogar im Schrebergarten Strom. Am sinnvollsten ist die River 2 Pro in Kombination mit einem Balkonkraftwerk. Mit der River 2 Pro fangt ihr einen Teil des Sonnenstroms ab, der sonst im öffentlichen Netz landen würde, und nutzt ihn für eure eigenen Geräte. Das ist sinnvoll, wenn ihr selten zu Hause seid und den Strom eures Balkonkraftwerks kaum verbrauchen könnt. Mit dem Strom des Balkonkraftwerks finanziert sich die Powerstation selbst. Natürlich nur, wenn die Leistung von Speicher und Kraftwerk stimmen. Ob das in meinem Fall passt, finde ich über den Stecker-Solarsimulator der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin heraus. Dafür gebe ich die Größe und Position des Balkonkraftwerks sowie die Leistung der River 2 Pro ein. Tada! Nach 7 Jahren haben sich Speicher und Balkonkraftwerk amortisiert, vorausgesetzt, ihr habt ausschließlich den Strom des Balkonkraftwerks verwendet. Hättet ihr keinen Speicher, würde sich das Balkonkraftwerk übrigens laut dem Stecker-Solarsimulator schon nach 6 Jahren amortisieren.
Der Speicher lohnt sich also besonders, weil er euch unterwegs mit Sonnenstrom versorgt. Wenn ihr checken wollt, ob sich ein Speicher für euer Balkonkraftwerk lohnt, dann schaut doch gerne in der Infobox vorbei. Dort haben wir euch den Stecker Solarsimulator verlinkt. Ihr wollt mehr Testvideos sehen, dann haben wir euch hier all unsere Testvideos verlinkt. Wenn euch Haustouren interessieren, kommt ihr hier zu unserer letzten Haustour. Abonniert doch gerne den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst.